Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge von Murdered Soul Suspect. Es geht weiter mit unseren Ermittlungen. Iris ist im letzten Part gestorben und wir haben gesehen, dass er hier ein blutiges Massaker angerichtet hat. Ja, Wahnsinn, sage ich dazu nur. Wahnsinn. Und wir müssen jetzt weitere Beweise in Joyce Zimmer suchen. Ich gehe jetzt mal nur so ein bisschen in die anderen Räumlichkeiten. Vielleicht liegt ja hier irgend noch was, was man hätte aufsammeln können, vielleicht. Oh, da ist sogar noch was. Verstecken. Ach, ich kann mich verstecken. Ach. Ja, okay. Nee, da war nichts. Das sind nur die Toiletten. Eine Art Konferenzraum oder... Okay, dann gehen wir mal in Richtung Stairs. Aufzug können wir ja nicht fahren. Oh, da liegt noch was. Zuflucht. Ronan ist nicht religiös, genauso wenig wie ich, aber so langsam dringe ich zu ihm durch, was den Sinn der Tradition an Orten wie St. Benedict angeht. Es war so erfrischend, heute hier zu sein. Dieser Pater McCavey? Leistet so gute Arbeit in der Gemeinde. Er nimmt wirklich Anteil. All die Arbeit, die ich für Jugendliche in Schwierigkeiten geleistet habe, verblasst im Vergleich zu dem, was der Priester geleistet hat. Wenn es so etwas wie einen lebenden Heiligen gibt, dann hat er das Zeug dazu. Stimmt, aber den haben wir immer noch nicht gefunden. Ja, wo ist er eigentlich? Der war also nicht bei den Mordopfern. Das war ja scheinbar schon nach der Zeremonie. Okay. Oh, ach. Frage, Antwort. Oh nein. Genau. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Wem? Joy oder... Warum war der Mörder hier? Joy oder Julia? Suchen, ne? Was hat der Mörder hier oben gemacht? Untersuche den Tatort auf dem Dachboden. 0 von 5 Hinweisen. Der Pater ist natürlich offensichtlich der erste Hinweis. Oh Mann. Was macht das Geräusch? Rosenkranz. Robe. Wunde. Robe? Na, der Rosenkranz vielleicht, hm? Nee, das war es wohl nicht. Hm. Dann hätte ich gesagt, Robe. Auch nicht, dann war es wohl die Wunde. Naja, das. Wie soll ich denn so eine Wunde anhand von so einem Geräusch erkennen? Ah. Oh. Er hat sich vor Iris gestellt. Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt. Pater McCavleys Tod. Er starb, um Iris zu beschützen. Sein letztes Opfer. Was hat der Mörder hier oben getan? Hat der irgendwas noch gesucht? Ich meine, wir kennen die Szenerie ja auch schon. Als wir Joy gesucht haben. Ah, hier ist was zum Enthüllen. Eine Katze. Verschreckt. Rückstand einer fauchenden Katze. Etwas hat die Katze erschreckt. Ja, es war vielleicht wahrscheinlich unsere Katze. Oh, da unten ist ein... Ah, Moment, Moment. Weggeworfen? Das ist das Bild, das Iris Joy weggeworfen hat. Joys Foto von ihr und ihrer Mutter durch den Fall zerbrochen. Da ist er, unser Glockenmörder, der das Bild gerade anschaut. Was hat der Mörder getan? Starrend. Entdeckt. Mörder wurde unterbrochen. Der Mörder wurde vom Priester auf dem Dachboden entdeckt und ließ fallen, was er in der Hand hielt.
Okay. Ich schaue nur noch mal nach Dämonen, Leute. Nur zur Sicherheit. Okay. Das gehört ja auch noch zum Untersuchungsbereich, weil links unten die 4 von 5 Hinweise nicht verschwinden und oben auch das Y noch da ist. Oh, da ist ein Loch. Das kann doch gefährlich werden. Ein Loch im Boden. Aber hier scheint nichts zu sein. Hier scheint nichts zu sein. Wo ist der letzte Hinweis? Und die Katze wurde natürlich vom Glockenmörder verschreckt, ist ja klar. Ja, wo ich durch Wände durchgehen kann, bevorzuge ich immer noch die Tür. So ist er, der Ronin. Hm. Ich finde den fünften Hinweis nicht, Leute. Vielleicht hier im Aufzug irgendwas? Nee. Das Buch? Nee. Die Matratze vielleicht. Da hat doch Joy drauf geschlafen und dann wahrscheinlich Iris. Nee, ich versuche mal die Antwort zu finden. Vielleicht geht's ja schon. Was hat der Mörder hier oben getan? Genau. Ich glaube, dass er das gesucht hat. Wurde unterbrochen. Und hat den Pater getötet. Jawohl. Oh. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein. Und sie hat Ecken und Kanten. Aber das Zimmer wird ihr gefallen. Und ihr werdet gut miteinander rauskommen. Die Katze. Oh oh. Keine Sorge. Ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate? Was ist los? Geh! Geh! Oh Mann. Seht mal, wie der mit dem umspringt. Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Was? Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Und da ist die Katze. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hm? Ursprüngliches Ziel Joy. Information. Der Mörder kam wegen Joy her, tötete aber Iris, als er sie entdeckte. Finde heraus, was die Katze gesehen hat. Hey, hey, Kätzchen. Ach, jetzt rennt sie von mir davon. Wo bist du? Ruhig, Kätzchen. Oh, die sieht ganz ihn. Ruhig. Ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Was zum Teufel war das? Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Ja, ja, genau. Fallen gelassener Gegenstand. Der Mörder hat etwas in den Lüftungsschacht fallen gelassen. Sah aus wie ein Schlüssel. Okay. Danke für die Hilfe. Ja. Okay. Wieder hier? Fokussieren. Ein Schlüssel. Ich kenne dieses Haus. Okay. Hier war es wahrscheinlich nicht. War das das Haus des Urteils? Ja. Das ist es. Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils. Und wir brauchen wahrscheinlich den Schlüssel.
Versteck des Mörders. Das historische Haus des Urteils aus dem Gemälde im Museum scheint das Versteck des Mörders zu sein. Finde heraus, was in der Kirche passiert ist. Abgeschlossen? Jawohl. Untersuche das Versteck des Glockenmörders. Vielleicht befindet sich der Glockenmörder gerade im alten Haus des Urteils. Untersuchen beginnen. Finde Joy und berichte von der... Genau. Aber den Schlüssel brauchen wir jetzt nicht, oder? Oder wie? Oder was? Müssen wir da nicht Joy jetzt drum bitten, dass sie uns den Schlüssel mitnimmt? Gut, also das heißt, ich muss jetzt hier raus. Kann ich da eigentlich durchgehen? Ja, geht sogar. Ach nö, nicht schon wieder, Leute. Wo denn? Oh. Oh, es scheint aber einer nur zu sein. Ja, vielleicht wenn wir ja... Dich kann ich nicht dazu bewegen, dass du mich an dem Dämonen vorbei... Das Werk eines Monsters. ...vorbeiführst, oder? Nee. Oh Mann. Der lungert da am unteren Ende der Treppe, oder wie? Ja. Ah, super. Mhm. Puh. Dämonen entkommen. Oh, das ist ja cool. Oh. Glück gehabt. Gut, hey, das ist der einzige Dämon, an dem ich jetzt vorbeigekommen bin, ohne dass ich mich mit ihm auseinandersetzen musste. Nur zur Sicherheit hier auch mal gucken. Ja. Dann verlassen wir die Kirche, wenn uns jemand die Tür aufmacht. Und, die Tür ist sogar noch offen, oder? Ja. Und jetzt suchen wir mal Joy. Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheit, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Joy ist sicher in Haft. Informationen. Vex nimmt Joy in Haft. Ich weiß, es ist hart, deine Freiheit zu verlieren, aber immer noch besser, als dein Leben zu verlieren. Ja, Leute, wieder am Strand und auf dem Weg zum Haus des Urteils. Das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge, den Weg. Aber ihr seht schon, wie kann man nur so falsch liegen wie ich. Ich dachte, der Showdown würde in der Kirche stattfinden. Nein, scheinbar müssen wir zum Haus des Urteils und hoffentlich hält unser lieber Schwager Rex Joy so lange in Haft, bis dieser Glockenmörder
ja, von uns dingfest gemacht werden konnte. Egal, wie wir dann auch dafür sorgen, dass er dann verhaftet wird. Also Leute, ich hoffe, ihr seid wieder dabei beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao.